Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit dem MMO 615. Meine Wenigkeit. Wir spielen dieses fantastische Spiel weiter und es hat mal wieder jemand zwischendurch gequatscht, bevor ich dieses Spiel sozusagen ernsthaft starten konnte. Gucken wir mal, ob das vielleicht noch gesagt wird. Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe Dean gebeten, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Ja, und dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, gehen wir die Aufgaben nach und nach alle durch. Im Innenhof treffen. Würde mal sagen, machen wir die Aufgabe. Die Geschichte von Roland Aukes. Gut, hatten wir noch was miteinander zu besprechen, Herr Moon? Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Oh. Tut mir leid, ich habe keine weiteren gefunden. Ach, wie schade. Ich hatte gehofft, Sie finden sie und entfernen diese verdammten Monde. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe ihnen mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Jo. Rebellion. Ich wollte schon sagen, so eine Kiste. Aber die Kiste haben wir schon geöffnet. Aber die Kiste da oben nicht. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? Wie beleidigend. Gut, ein Genie. Zufrieden. Leidlich. Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Der Desillusionierungszauber ist klasse. Ich bin wie ein Demigeist. Und schon. Oh, was für Merlins. Pass doch was auf. Für eine Dummheit. Du bist mich fast dumm? Wie kannst du es wagen? Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Oh. Vielleicht könntest du einfach aufpassen, wo du hinläufst. Was machst du denn da? Nein, ich versuche nur Invisiblus. Nein, das ist... Hör auf, sonst wirst du... Was? Geschafft. Du hast recht, es ist großartig. Das ist mein Aufsatz für Schab, du dummes Mondkalb. Verlorene Tränke des Mittelalters im Vergleich zur schwarzen Pest? Nein, der über Unsichtbarkeit. Oh, dann wirst du das ja gut machen. Oh, verflixter Zauber. Rebellion. Nee, im Helfen damit können wir nicht. Okay, aber dennoch, dann sollten wir erstmal die Aufgaben hier machen. Die zu machen sind. Also als erstes sie finden und mit ihr sprechen. Ich höre einen Schlüssel. Oh. Und ich sehe noch was. Komm, trink. Nee, das war. So war das. Erstmal alles versuchen. Erstmal alles versuchen. Irgendwann wird er schon das Richtige dabei sein. Okay, aber wir sollten tatsächlich hier lang weiter. Okay. Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern. Das lässt in ein paar Stunden nach, glaube ich. Glaubst du? Nicht unbedingt. Bei diesem Jungen hielt es eine Woche an. Eine Woche? Mir ist schlecht. Mach dir keine Sorgen. Wir bringen dich sofort zu Schwester Blaney. Da fällt mir ein. Was? Was denn? Ich muss noch einen Aufsatz für Binz schreiben. Zwei hey, Zoll. Merlin, meiner ist auch noch nicht fertig. Was? Lass mich nicht allein! Hast du dir die Daten der magischen Entdeckungen und Koboldaufstände gemerkt? Ach nicht, nein. Wo geht ihr hin? Ihr könnt mich nicht zurücklassen. Das wird schon. Ich sehe morgen nach dir. Morgen? Oh. Willi Wickstech, das dauert eine Woche. Rebellion. Schade für ihn gelaufen, würde ich mal sagen. Oh. Etwas schade für ihn gelaufen. Aber nun gut.
So, wir sind im Ravenclaw-Turm. Hier gibt es bestimmt auch noch ganz viele Sachen. Weil hier waren wir auch noch überhaupt nicht. Aber schauen wir mal. So. Dann geht's hier runter. Revelio. Okay, sehr. Oh, irgendwas war hier eben. Es klingt nach allem möglichen Kram. Da unten ist ein Schlüssel. Ich würde mal fast sagen, wir machen als erstes einen Schlüssel. Wo auch immer du bist, Schlüssel. Da. So. Geht er hier nach da unten? Jo. Sehr schön. Hausschrank. Nein. Ich weiß, Schlüssel, du darfst noch. Na, jetzt. Du darfst da noch mal. Dankeschön. Neue Hausmarke. So, und dann hier nach unten. Und dann schauen wir mal, was sie so zu berichten hat. Also ich wollte schon sagen, hinter der Tür oder so. Nein, die ist hier hinter. Im Außenbereich. Revelio. Mitwarten. Haben wir hier das Feuer schon? Haben wir. Wir haben jetzt doch was neu. Ja. Hallo Homora. Wir haben neuen Zauber gekriegt. Entschuldigung. Wir haben neuen Zauber gekriegt. Da können wir mit Schlösser knacken. So. Und unten. Und so. Ein bisschen schräg ist schon, aber egal. So, und damit können wir Schlösser knacken. Mal gucken, was uns das denn überhaupt grundsätzlich bringt. Da ist ein Spiegel. Da ist ein Spiegel. Der ist aber da unten. Eine Truhe. Seite. Nehmen wir mit. Hogwarts-Seite. Aber da ist ein Spiegel. Da können wir auch nochmal hin. Weil wir sind ja mitten in der Nacht. Da klappt schon. Ja. So, apropos mitten in der Nacht. Hier ist noch mehr. Da ist noch mehr Seite. Aber alle irgendwie damals nicht eingesammelt, weil ich ja das damals nicht wusste, dass ich das machen muss. Aber ich weiß noch nicht wirklich, wie ich da zu diesem Spiegel komme. Revelio. Der ist da oben. Andersrum, wir können ja auch nochmal drinnen gucken. Dann können wir gleich die Aufgabe machen. Hallo Homora. Also, mit dem neuen Zauber können wir hier definitiv einiges anrichten. Oh, das passt sogar. Und das passt auch. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben noch mehr Schlösser. Und eine Motte. Moment mal. Nein. Nein, du nicht, sondern du da oben. Danke. So, und du warst so rum. Aber hier ist das Gebäude. Stufe 2. Hier ist das Gebäude, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Und wahrscheinlich, jetzt kann ich mir gut dran erinnern, oder wobei, ich kann mich nicht wirklich dran erinnern, aber ich kann mir gut jetzt vorstellen, dass das mit dem zu tun hat, mit dem, wo wir eigentlich jetzt hin wollten. So, die Frage lautet nur, wie komme ich da am einfachsten hin? Wahrscheinlich
über den Weg hier lang. Und dann können wir eins der Geheimnisse, wo ich ja gesagt habe, boah, die Ecke kenne ich, lösen. Das wird wahrscheinlich hier weitergehen. Oder auch nicht. Hätte ich jetzt echt erwartet. Truhe. Und ein langer, langer Brief. Lange, lange Briefe hatte ich ja schon mal gesagt. Theoretisch gesehen könnte ich das jetzt alles vorlesen. Praktisch gesehen wollen wir ja auch ein bisschen Zeit nutzen. Heißt also, wenn ihr das lesen wollt, lest es kurz, macht kurz einen Stopp. Und dann haben wir das auch erledigt. Also kürzere Texte kann ich ja eben vielleicht mal durchlesen, aber längere Texte, ja, wird ein bisschen schwierig. So, apropos wird ein bisschen schwierig. Hier haben wir irgendwo noch eine Flamme. Hier brauchen wir Stufe 2. Das heißt, wir müssen eh nochmal hierher. Aber wir haben hier eine Flamme. Moment mal kurz. Muss mal kurz. Weil Internet meckert gerade rum. So. Jetzt soll ja eigentlich alles wieder funktionieren. Apropos funktionieren. Wo haben wir denn jetzt dieses komische. Da. So. Also, Motte. Lumos. Nimmst du mit. So, und die müsste jetzt eigentlich da oben hin. So, und dann haben wir auch das endlich. Sehr schön. Ja, man kann manchmal auch so Sachen bekommen. Fantastisch. Gut, aber eigentlich bin ich jetzt völlig weg von der Aufgabe gekommen. Aber es ist jetzt auch hell. Es ist hell. Das heißt, wir können jetzt auch endlich dann zu Aufgaben hingehen. War ja einer der Gründe, warum ich ja dahin nicht hingegangen bin jetzt gerade. Aber auch wegen der Flamme. Hier gibt es eine Flamme. Wo auch immer die ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht kommt die auch später. So. Also, jetzt können wir raus. Jetzt können wir die Aufgabe machen. So, und da steht sie dann auch. Jetzt machen wir 12 Minuten Verspätung, aber passt schon. Hallo! Hallo, Adelaide. Ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ja, dann machen wir uns mal auf, würde ich mal sagen. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide.
Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Ja, immer nur Karten. Das haben wir doch schon öfter gehabt, das Problem. Irgendwie in diesem Spiel kann ich keine Karten lesen. So, dann wird es wahrscheinlich irgendwie hier im Inventar so eine neue Karte geben. Jawohl. Die haben wir eben schon gelesen. Okay, mein Fehler. Die haben wir eben schon gelesen. Hausmarke haben wir auch gekriegt. Fliegende Kerzen, Brunnen, Buchseiten. Nö, Karte nicht. Vielleicht ist das direkt schon im Auftrag drinne. Finde das Lager. Gut, wir folgen einfach mal unserer kleinen Brotspur, wenn man das so bezeichnen darf. Dann schauen wir mal, wo dieses Zeitlager sich denn befindet. Wobei, ich kann mir auch vorstellen, nördlich... Warte mal, ich habe eben auch was gesehen. Entschuldigung. Eben was hier gesehen. Also es sah nach einer Seite aus. Aber ab wo wir keine Seite haben, habe ich aber was anderes. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr drinne. Besorgt. Können wir da rein? Ja. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockborough, am Fluss vorbei. Gut, also er hat auch noch gesagt schon, also unser Protagonist konnte schon sagen, wo sich das Ding befindet. Das ist schon mal gut. Da wird der Teil unnötig lang, ich weiß. Das liegt ein bisschen daran, dass ich mich ja umgeguckt habe. Und ein bisschen Sachen eingesammelt habe. Ein bisschen Stuff mitnehmen. Level 25. Sieh an. Weil der immer mal wieder sich umgucken musste. Da. So, Und natürlich auch die ganzen Dialoge, die ich mir angehört habe. Ich höre mir die ja immer gerne an, alle. Weil es gibt ja viele Streamer, Let's Player, whatever, die ja eigentlich immer einfach nur durchrushen, das Spiel nicht genießen, sich denken, mir doch egal, was der Zuschauer denkt. Oder er denkt, derjenige denkt so von wegen, das ist mir auch egal, ob das jetzt interessant ist oder nicht. Der normale Zuschauer wird sich denken, der Teil geht eine halbe Stunde, ich gucke ihn mir nicht an. Dann speed ich lieber durch, bin lieber in 20 Minuten durch und denke mir so, yeah. Nein, ich bin der Typ, halbe Stunde oder noch länger. Also, falls ihr diesen Moment jetzt hier mitkriegt, wisst ihr Bescheid. Das wird nicht besser in den nächsten Monaten. Weil, ganz ehrlich, wir sind jetzt in Level 25. Ich habe mich schon spoilern lassen, tatsächlich, in der Hinsicht. Es gibt 40 Level. Also, das Maximum ist Level 40. Wir sind schon Level 25. Und unsere aktuelle Aufgabe hat, glaube ich, Level 14. Also, von daher kann ich mir vorstellen, dass das Spiel noch ein bisschen Content haben wird. Und wenn das so läuft, wie es aktuell läuft, würde ich mal sagen, sind wir vielleicht Ende des Jahres durch. Vielleicht. Kann ich hier schon? Ja. Ach, da. Schon sagen, hä? Da ist das Lager. Ja, eigentlich wollte ich hier so ein bisschen... Genau, hier so ein bisschen... Schön hier an den Bäumen dran vorbei. Das habe ich nämlich jetzt ja auch gelernt, dass man, wenn man hier an den Bäumen dran vorbeifliegt, ist das alles einfacher, weil der Schwung dadurch besser ist. So, hier waren wir überhaupt noch gar nicht. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so wild. Da kommen wir bestimmt noch hin. Wenn eine Merlin-Aufgabe kommt, natürlich gehen wir auch noch mal dahin. Raum der Wünsche gehen wir auch noch diese Woche. So, hier ist eine Höhle. Aber ich will jetzt zur Aufgabe. Die Aufgabe befindet sich dort. Das Mr. Oaks Lager ist? Renrocks an. Wen haben wir denn hier? Noch einen Menschen? Was für eine
Vergeudung meiner Talente. Was? Nicht ganz. Nein. Protego. So, jetzt aber. Okay. Zack. Und dann na, erstmal jetzt hier ein nach dem anderen erst hier. Warum ziehst du es unnötig? Haben wir noch einen? Jo, haben wir. Aber so ist besser. Klar. Entweife. Haben wir noch? Ja, das war oben. Entschuldigung. Oder kommt da noch einer? Nee. Okay. Fehler. Aber das macht nichts. So, untersuche das Lager. Ja, mein. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Genau. Rockrocks Bande hat sich mit dem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihre Pläne in Koboldak sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirkten ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Gut. Heißt also, wo wir jetzt uns gerade befinden, runter zum See. Würde ich mal sagen, ne? Runter zum See und dann da lang. Wobei, ja, wir können mal hier gucken. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Oh, hier ist noch was. Excellium. Nein. Das. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. So, wenn das jetzt hier eine große Höhle ist, würde ich fast schon sagen, machen wir doch tatsächlich zwei Teile draus. Nö, ist nicht. Würde ich schon sagen. Uniform, mit Hemd, Krawatte eines Vertrauensschülers. So, unser Umhang ist trotzdem immer noch drüber, aber das macht nichts. Gut. Was haben wir hier noch? Rebellion. Nichts. Nichts außer bisschen Tränke. Und doch noch ein bisschen mehr Kisten. Kisten. Platzwunde 3. Okay. Platzwunde 3 klingt gut oder auch nicht. Aber wir müssen am See entlang. Problem ist. Ist das der See? Und wenn ja, gehen wir einfach mal hier lang. Am See entlang. Ich hoffe, das ist der See und ich hoffe, das ist auch die richtige Richtung. Wobei, es ist ja nicht wirklich ein See, es ist ja eher so eine Teichführung. Oder geht es in die andere Richtung? Der immer und wieder mal seine Orientierungssinn. Karte. Wo haben wir denn Karte? Nein, das sind die Aufgaben. So. So. Hier haben wir eine Merlin-Aufgabe. Ich würde aber fast schon sagen, dass wir hier hin müssen. Weil von der anderen Karte aus gesehen, die wir vorhin gekriegt haben, bin ich einfach völlig in die falsche Richtung gegangen.
Sieht es danach aus? Sieht es danach aus? Na? Karte? Wo bist du, Karte? Inventar vielleicht? Nein? Ah. So. Sieht es nämlich danach aus, dass wir in die andere Richtung müssen? In so einem Gebäude. Ich weiß es nicht. Ihr bestimmt. Schaltet morgen wieder ein. Ciao.